Das ist der Arosa Backpack 2 von Bilora. Ja, den schauen wir uns jetzt mal im Video hier an. Ein Fotorucksack, der also für den Preis in dieser Größe mit dem Umfang an Taschen und Möglichkeiten, da Equipment zu verstauen, also schon sehr, sehr günstig ist. Und da der halt so günstig ist, dachte ich, spare ich auch mal ein bisschen am Video und habe schon mal alle Taschen in den Rucksack bzw. am Rucksack hier aufgemacht. Ne? Spart Zeit, ist ja auch ein günstiger Rucksack. Wir haben hier auf der Vorderseite natürlich das Hauptfach. Wie man sehen kann, sehr großzügig dimensioniert, also wirklich bis an den Rand kann man das ausnutzen. Man kann es natürlich auch hier mit den gepolsterten Trennwänden, die mit Klettverschlüssen versehen sind, hier komplett so einteilen, wie man das möchte. Ich könnte jetzt hier oben zum Beispiel auch einfach hier zwei, drei von diesen Trennpolsterwänden wegnehmen und könnte dann hier eine DSLR reinlegen mit einem langen Teleobjektiv. Der Deckel selber, also die Lasche, die das Ganze dann hier verschließt, hat selber auch nochmal zwei Fächer. Die habe ich auch schon mal aufgemacht, diese Gitternetzfächer hier, wo man auch sehen kann, was da drin ist. Jede Menge Zubehör kann man da reinmachen, ist gar kein Problem. Dann an der Außenseite haben wir dann hier oben ein kleines Fach. Da kann man zum Beispiel jetzt etwas reinmachen, was man vielleicht unbedingt irgendwie direkt braucht, vom Zugriff aus gesehen, ohne dass man jetzt hier in den Rucksack reingreift. Oder man macht da irgendwie auch privates Zeug rein, wie zum Beispiel eine Brieftasche oder ein Smartphone zum Beispiel auch. An der Vorderseite befindet sich dann auch hier ein weiteres Fach, was man aufmachen kann mit einem Reißverschluss, auch wiederum hier gesehen mit einem extra Fach, mit einem Netzgitter. So, wie man das sehen kann, hier vorne. Und dann haben wir hier unten, wenn ich diesen Clip aufmache, noch die Möglichkeit, das umzuklappen. Und dann haben wir hier ganz was Tolles. Das ist hier so eine kleine Tasche. Und wenn ich mir jetzt hier so ein kleines Stativ nehme, als Beispiel, dann wird auch klar, wofür das ist. Da kann ich halt eben hier ein Stativ reinmachen, beziehungsweise die Füße, und kann hier mit diesem anderen Clip dann dieses Stativ einfach hier am Rucksack befestigen. Und die Tasche hier unten sorgt dafür, dass das Stativ dann auch stabilisiert wird und nicht einfach so zu Boden rasselt, wenn man den Clip hier oben aufmacht zum Beispiel. Dann haben wir an der Seite auch hier noch einmal zwei Möglichkeiten mit den Klettverschlüssen, mit diesen Klickverschlüssen, die wir hier haben, hier auch noch mal etwas zu transportieren. Zum Beispiel noch ein weiteres Stativ könnte man daran machen. Da empfiehlt es sich aber halt eben, dass man dann dieses Stativ, weil hier unten keine Tasche mehr ist, das Ganze auffangen kann, hier mit einem Bein dann einfach so oben drüber hängen lässt. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Ebenfalls auch hier mit zwei Verschlüssen diese Schlaufen. Die Unterseite, wie man sieht, ist halt eben auch, ja, die ist starr und steif. Und hier unten haben wir noch so zwei kleine, das sind so Gumminoppen, die als Füße fungieren, wo man das Ganze dann abstellen kann. Wobei es ja ein Rucksack ist, den kriegt man ja eigentlich am Körper. Nur wenn man ihn abstellt, ist es halt eben noch einigermaßen gesichert. Darum halt eben auch hier der Hinweis. Auf der Rückseite haben wir hier unten einen Reißverschluss, der dann den Zugriff auf das Regencape bietet, was wir hier auch inklusive haben. Der Vorteil ist natürlich auch, wenn dann der Rucksack nass geworden ist im Regen, dann kann man den einfach hier unten an dieser Verbindung dann einfach so hängen lassen zum Trocknen. Und wenn er wieder trocken ist, muss man gar nicht mal großartig zusammenlegen. Das ist ein sehr weiches Material, kann man das einfach hier unten wieder so reinstopfen. Das ist der Bereich, der dann bei Ihnen praktisch auf dem Rücken sich befinden wird, wenn Sie den Rucksack so tragen, wie man einen Rucksack so trägt. Hier natürlich auch alles gepolstert, wie man sieht, ne, damit hier auch halt eben nichts irgendwie dann drückt. Die Gurte, natürlich auch der Länge nach verstellbar, sind ebenfalls auch nochmal gepolstert. Ist also alles wunderbar. Und natürlich kann man die auch dann vorne im Brustbereich hier noch einmal so fixieren, damit einem die Schlaufen hier nicht von der Schulter rutschen. Ja, das im Prinzip hier der Bilora Arosa Backpack 2. Kurz, schnell und schmerzlos vorgestellt. Spitzenrucksack, also das, im Augenblick glaube ich im Shop ist es der einzige Rucksack mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was also wirklich das, den Inhalt angeht, was man da reinmachen kann. Das ist schon ziemlich, ja, ziemlich starke Nummer und kann ihn also nur empfehlen, wenn Sie wirklich wenig Geld und viel Platz haben wollen, dann ist dieser Rucksack, der Backpack 2 Arosa von Bilora, die richtige Wahl.